Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem gewünschten Let's Show von Star Stable. Ah, ich muss mir die Musik leiser stellen, sonst werde ich taub. So, nachdem ich die Musik jetzt ein bisschen reguliert habe, kriege ich keinen Tinnitus mehr. Und wir testen jetzt einfach mal hier, also ganz am Anfang, erstellt ihr euch euren Account, erstellt euch euren Charakter. Ihr habt zwar nicht so viel Auswahl mit dem Char, was ich ein bisschen schade finde. Man kann auch keinen individuellen Namen eingeben, etc. Ja, nun, euer Hot de Hü könnt ihr erstellen. Und ihr könnt auch nur aus bestimmten Namen eben, wie gesagt, euer Pferd zusammenpasteln. Du hast, was bist du denn für einer? Komm mal her. Hey. Was? Wie redest du? Der hat gemacht, habt ihr das gehört? Hallo, du musst Sadie sein. Okay, eigentlich Sadie, aber ich dachte, das passt irgendwie zu dieser japanischen Band, die sich da Sadie nennt. Und deswegen habe ich Sadie genommen. Aber ich nenne es jetzt einfach mal Sadie. Ich bin Justin, schon dich kennenzulernen und willkommen im Moorlandstein. Mein Vater und ich leiten diese Stelle, sie sind leicht... sind sie nicht fantastisch? Ja, super, ich bin ein bisschen abgelenkt von deinem Gesicht. Gerade ist alles etwas hektisch. Herr Campbell, der böse Chef des GED... Unternehmens macht alles, um uns hier zu vertreiben, damit der Luxuswohnung bauen kann. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was wir machen können, um ihn aufzuhalten, aber er ist schlüpfriger als ein Aal. Ja, so wie du. Aber vergiss das. Du bist neu hier und ich will dich nicht, und ich will dir nicht deinen Sommer verderben. Da drüben ist Wolf Spirit. Ja, so heißt mein Pferd. Hm. Welches diesen Sommer dein Pferd sein wird? Warum reitest du nicht mal kurz aus, um euch ein bisschen besser kennenzulernen? Okay. Geh und sprich mit May vor dem Stall im anderen Garten, wenn du fertig bist. Glaube. Ich glaube, sie weiß, wo Jenna das Stallmädchen ist. Hm, das Stallmädchen. Das ist schön. Ich will gar nicht wissen, wo Tussi die... Nein. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein weißes Pferd genommen mit einer dunkleren Mähne. Ich fand das ganz nett. Oje. Gibt das auch einen Gasknopf hier? Ey. Ja, jetzt. Oh mein Gott. Ich bin so schnell. Das ist unglaublich. Was ist das? Klicke hier im Hilfemenü. Na, ich will jetzt nicht im Hilfemenü klicken. Alles weihnachtlich dekoriert. Justin Morlon. Lass mich raten, da ist Einbahnstraße, da darf ich nicht lang. Gut, gehen wir halt da rein. So, Wolf Spirit, wir haben jetzt hier andere, die genauso ein Pferd haben wie dich fast. Dann die haben gescheckerte. Ich bin... Die Olle, die vom Stall steht. Ach, die mit dem grünen Ding. Ich bestimmt von dem Pferd absteigen. Hi Sadie, einen wunderschönen Tag heute, oder? Dir will ich gar nicht reden. Hallo, ich bin Mary. Schön, dich kennenzulernen. Sadie, wusstest du, dass ich die Moorlandstelle zum ersten Mal vor 5 Jahren besucht habe und seitdem jeden Sommer hergekommen bin? Ist der beste Ort, um seine Ferien zu verbringen. Im Moment arbeite ich ein wenig im Stall, um mit ein paar extra bla zu verdienen. Komm später wieder und dann... Na, habe ich ein bisschen Arbeit für dich. Ja klar, ich mache deine Arbeit und du kriegst das Geld dafür. Das hättest du so gedacht, May. Oder Mary oder wie auch immer dein Name eigentlich ist. Ich glaube, es gibt hier im Moment nichts für dich zu sehen. Sonst, na. Ja, ja. Rede nicht mit mir, rede mit Jenna, dem Steinmädchen. Jenna, das Stallmädchen im Stall. Gott, wird hier rumstampfen. Ist das normal? Oh ja, rosa. Wow, Ausrüstung fürs Pferd. Das ist doch echt sexy. Ups. Ich bin durch die Tür geritten. Hallo. Gibt's hier ein Stallmädchen, Jung? Frau? Typ? Pferd, du musst dich mal ein bisschen... einfach mal. Könnten das... Nein, nein. Böses Pferd. Nein! Ich hätte dich Schinken nennen sollen. Ja, da hinten ist das Stallmädchen, Junge. Ich komme. Ich bin... Irgendwann bin ich soweit. Sie können doch nicht... Nennen. Ich kann doch nicht mal springen. Hallo. Hey, du. So, nop.
Okay. Also. Mann, ich muss sagen, dass du und Wolf Spirit, ihr seid ein gutes Team. Bla 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 bla, es würde euch schon euer ganzes Leben kennen. Chaka boom. Ja, ich höre dir eh gerade nicht zu, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Oh nein. Ich soll ein Rennen starten mit der Alarmkrücke vom Pferd. Wollt ihr mich verarschen? Wow. Wie kann ich denn Speed machen? Das Pferd ist eine lahme Krücke. Das ist ein... Schlafkopf. Ich bin so schnell. Geschwindigkeit meines Pferdes ist Schnarch. Kann da nichts verschnellern? Kann ich das nicht verschnellern? Das gibt's doch gar nicht. Ich drück einfach mal nach vorne ein paar Mal öfter. Ja, das nennt man doch nicht rennen. Das ist doch Schleichmichel, ist doch das. Viel schneller laufen. Du! Wer ist denn nun das wieder für ein Ach, da hinten. Da ist jetzt das Türchen aufgegangen. Das ist ein hübsches Pferd. Ich habe mir alle zu viel Schnörkel dran an ihren Hottifüßen. Viel zu viele Schnörkel überall. Schleifchen. Ja, endlich! Das nenne ich laufen. Da war ja hier Schinkenwurst-Bonus. Wo reite ich überhaupt hin? Ich muss, glaube ich, dahin, oder? Kann das sein? Kann man die Landkarte zugehen? Wenn du dich verirrst! Das ist toll. Dann rufe ich mit dem Handy die Bullen an. Und sag, ich habe mich voll verlaufen. Ja, nun, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, da war irgendwo ein... Was bist denn du für einer? Was hast denn du da auf dem Rücken? Muss ich zu euch? Keine Ahnung. Du bist auf jeden Fall ein Quest-Typ. Hey, Mister. Mein Pferd ist ein bisschen störrisch. Können Sie mir das mal reparieren? Das mag immer nicht durchs Gebüsch reiten. Ich kann auch nicht springen. Du liebst mich, Robin. Na, aber hallo, ich grüße dich und dein stattliches Pferd. Du siehst jung und stark aus. Vielleicht könntest du mir mit einer Kleinigkeit helfen. Das klingt echt überhaupt nicht pädobärmäßig. Nein, 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 voll okay. Gar kein Thema. Mein Assistent Patrick sollte mir letztens eine Lieferung feinster Werkzeuge aus dem Nanana bringen. Na, vielleicht könntest du das machen. Natürlich wieder. Sehr klar. Nur weil ich eine Frau bin. Genau. Hopp, Pferd. Lauf! Wieso bist du vorher gelaufen? Ah. Nee. Ich soll doch irgendeinen Heini eigentlich suchen, oder? Ich hab schon wieder vergessen, wie der heißt. Vielleicht die Tussi da vorne mit dem grünen Ding. Hey, du. Was? Ja, ich bin Loretta. Wer bist du? Gerade irgendwas von... Was mit dem Mummel und Mann? Oh nein, schon Würdest du vielleicht mal laufen? Chuppitei! Jodla hühü! Was ist denn das für eine blöde Rennstrecke? Keine Sau reitet so zickzackig.
mal. Liebe Programmierer, wer soll denn so einen Haken schneiden mit einem Pferd, ohne dass sich das die Beine bricht? Ich glaube, ich habe das Beschleunigen langsam herausgefunden. Hier klicken, da klicken, dort klicken. Was soll ich denn machen? Jo, danke, Troller. Hast du den Typen gesehen? Du bist die andere, glaube ich. Gibt's hier nur Mädchen? Kann das Pferd auch rückwärts gehen? Halt! Rennen starten. Nicht schon wieder. Aus der Bahn! Leitet den Typ um. Extra Punkte. Was soll das eigentlich geben, wenn man den Typen umreitet, dass man dann 10 Punkte extra kriegt? Boom. Der läuft mitten auf der Rennstrecke rum. Der hat doch nicht mal einen Tasten im Schrank. Ja, endlich können wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Tada! Ah ja. Ich war zu langsam. Ich kann nichts dafür. Ich bin noch Anfänger. Hier hat ein Kerzending auf dem Kopf. Mach mal. Das war nicht unbedingt fantastisch, aber du hast dich tapfer geschlagen. Ja. Daily Quest oder was? Also. Typisch, ich da wieder den Stall ausmisst. Was? So, ja, wenn ich nochmal Geld dafür krieg, dann reite ich auch nochmal ein Rennen, wenn es sein muss. Los, gib Speed, Hottehü! Gib Speed, gib Speed, gib Speed! Los, 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 los! Nicht den Weg, du Olle. Na, viel schneller geht's nicht. Mein Pferd hat nur Schneckentempo und etwas schneller als Schneckentempo. Maybe ändert sich ja das dann irgendwann, wenn man bessere Pferde hat, würde ich mal. Macht das hier gerade blind, das Let's Show, einfach mal so. Wenn ich ein bisschen mehr rausgefunden habe, werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr zeigen. Yay, ich habe eine neue Höchstleistung geschafft, das ist super. Ich bin 2 Sekunden schneller reingekommen als vorher, oder wie? Okay, danke. Warum hat die jetzt ein grünes? Vorher war es blau. Agada Uga da Uga. So. Was ist das hier eigentlich? Wir könnten einfach mal... Halt, du blödes Vieh. Cool. Okay, das sieht nach einem Regate-Shop aus oder so. Das hier scheint Regate zu sein und das hier ist wahrscheinlich Zeugs, was man so verdient. Aha, und hier kann man dann anschauen, wie das aussehen würde, wenn man sich's kaufen würde. Ja. Machen wir aber nicht. Wenn das Pferd nicht immer rennen würde, als wenn es von der Tarantel gestochen wird.
hier auch wieder Outfits. Ja. Kann man haben, muss man nicht haben. Es gibt halt immer Schnickschnack überall. Also ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich auch ganz gut selber... Halt! Zusammen verdienen. Oh, dieses Pferd ist ein sturer Affe. Müsst nicht hier hin. Sondern das ist in eine völlig falsche Richtung hochgehen. Wir müssen zu dem Typen, der uns da am Anfang begrüßt hat. Der mit dem komischen Gesicht. Ja, genau der. Hallo, Justin. Hey, Third Eye. Hoi, du mich auch. Na, bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ah! So pervers, hat mir Klamotten geschenkt. Hallo. Bla, 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 bla. Sammel die Werkzeuge. Was ein Arschloch, Justin. Muss ich das jetzt anziehen? Ja. Zieh mal halt mal an, es ist ja schließlich kalt. Kann ich hier im T-Shirt rumreiten? Bisschen uncool. Kann ich auch vom Pferd aus sammeln? War das alles? Nein. Dong. Ich habe den Zaun gerammt. Alles in allem, bis jetzt die ersten Eindrücke, ist es ganz nett. Es ist auch mal ja, ein Reiterspielchen mit kleinen Events und Quests. Klar, es ist jetzt nicht unbedingt mit Alicia Online zu vergleichen. Schon grafisch gesehen von den Pferden her und den Charakteren. Aber, ja, wenn man nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel Alicia Online zu spielen, glaube ich, kann das auch ein ganz netter Zeitvertreib hier sein. Wenn man denn nah genug an die dummen NPCs ranreitet und nicht so wie ich mal 5 Meter zu weit wegsteht. Der Typ hat doch eindeutig zu kurze Arme für seinen Körper, oder? Das sieht komisch aus. Justin, du bist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Okay, ich soll von meinem Rucksack... ich soll von meinem Pferd steigen. Und den Rucksack angucken. Ich soll von meinem Rucksack steigen und in das Pferd gucken, ja? Das wäre merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Okay. Wie nah muss ich denn an das Pferd ran, dass das funktioniert? Hm? Kann mir das mal jemand sagen? Ah, okay. Einfach rüberziehen, liebe Leute. Bist du erstmal sauber gemacht? Dann kriegst du auch was zu futtern. Und dann kriegst du was zu trinken. Gut. Dann kann ich wieder aufs Pferd aufsteigen. So, meine lieben Leute, so kümmert man sich um sein Pferd. Oh mein Gott, du und dein Vater. Nervt mich jetzt schon. Ja! Das war jetzt erstmal so ein ganz kleines erste Eindrücke-Video von Star Stable. Und maybe mache ich ja noch weiter. Je nachdem. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall ciao, ciao!